Und da sind wir wieder live, meine Damen und Herren, im Plenum des Deutschen Bundestages, denn die Abstimmungen neigen sich dem Ende zu und wir wollen ja auch den nächsten Tagesordnungspunkt nicht verpassen. Ansonsten haben wir jetzt gerade natürlich auch viel Spaß gehabt, was Programmplanung angeht, dass das so prima hingekommen ist mit dem Statement der Bundesumweltministerin in dieser langen Abstimmungspause, die das Parlament jetzt gerade genommen hat, also keine Pause gemacht, aber eben jetzt doch eine ganze Weile abgestimmt hat und dass wir das mit Live-Programm noch füllen konnten, umso besser. Das haben wir gern. Wir sind bei der letzten Abstimmung zu den zahlreichen Anträgen, die es gegeben hat, rund um die Klimaschutzgesetze, die hier heute diskutiert worden sind. Wie gesagt, jetzt die letzte. Und deswegen werfen wir bei dieser Gelegenheit noch mal schon einen Blick auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Es sind gleich mehrere Punkte, die hier beantragt worden sind bzw. eingebracht worden sind aus den Reihen der AfD. Es geht insbesondere um den Nahen Osten. Es geht noch besondere um die Syrien-Politik und es geht vor allem um die, den zukünftigen Umgang mit Syriens Machthaber Assad. Und jetzt kommt das Ergebnis zum Klimaschutzpaket. Gesetz. 15.126, 15.239 abgegebene Stimmkarten 611. Mit Ja haben gestimmt 356, mit Nein haben gestimmt 255 Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Und damit bin ich für eine Entlastung in der Sitzungsleitung dieses Hauses. Ich danke Ihnen. So, das sagen wir jetzt, hat er sich auch nach dieser langen Abstimmungsliste durchaus auch verdient. Der Wechsel vorne im Bundestagspräsidium. Hans-Peter Friedrich, der Bundestagsvizepräsident, kommt und nimmt seinen Platz vorne ein. Wolfgang Schäuble hat erstmal bis auf weiteres Pause. Ich glaube, er muss heute auch noch mal ran, denn der Sitzungstag insgesamt geht bis mindestens 17 Uhr. Wir wollen bis mindestens 15 Uhr für Sie dabei bleiben. So, und da die Präsidenten bzw. Vizepräsidenten ungefähr im 2-Stunden-Takt hier wechseln, müsste dann, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe oder es eine andere Absprache gibt im Präsidium, auch tatsächlich Wolfgang Schäuble noch mal dran sein. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt militärische Eskalation im Nahen Osten. Wie gesagt, das Ganze eingebracht aus der AfD-Fraktion. Und im Mittelpunkt steht in der Tat der zukünftige Umgang mit Syriens Diktator Assad. Da möchte die AfD beispielsweise wieder, dass diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen werden, dass auch für den Wiederaufbau gesorgt wird in Syrien. Und der Erste, der sich zu diesem Thema äußert aus der AfD, ist deren außenpolitischer Sprecher Armin Paul Hampel. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher im Deutschen Bundestag und daheim an den Bildschirmen. Wenn man die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt, muss man feststellen, dass die westliche Politik, besonders aber die Politik der Vereinigten Staaten, für einen Nahen und Mittleren Osten gesorgt hat, in dem alle großen Länder enormen Schaden genommen haben, furchtbare Kriege stattgefunden haben mit enormen Opfern. Der gesamte Nahe Osten ist destabilisiert. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Dabei hatten wir noch in den Jahren 2006, 2010, 2012, muss man sich in Erinnerung rufen, noch Geheimverhandlungen zwischen Israel und Syrien über eine Rückgabe der Golanhöhen bei einem gleichzeitigen Friedensabkommen. So weit waren wir damals und wo stehen wir heute? Die deutsche Außenpolitik hat im gleichen Zeitraum jeglichen Einfluss auf die Geschehnisse verloren. Auch das ist besonders schmerzhaft, wenn wir uns daran erinnern, dass es die deutschen Dienste waren, die zwischen Israelis und Palästinensern zum Beispiel bei dem Gefangenenaustausch vermitteln konnten. Auch davon sind wir heute weit entfernt. Heute ist Deutschland kein außenpolitischer Player mehr und unsere europäischen Verbündeten sind es ebenfalls nicht, auch wenn Herr Macron sich sehr bemüht. Ich bin deshalb hoch erfreut, dass ich auch in den anderen Fraktionen, bei den Grünen wie bei der Union, ich glaube auch bei der FDP-Vorstellung erkenne, dass man nicht nur bei Momenten und Situationen, wenn die Hütte brennt wie in Syrien, sondern den gesamten Nahen Osten und mittleren östlichen Raum in eine perspektivische Lösung bringen muss. Und das heißt, dass wir das, was wir in Europa einmal probiert haben, transferieren müssen auf den Nahen Osten. Wir hatten eine KSZE, eine Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die erfolgreich war. Das war keine einzelne Konferenz, sondern es war durch die sozialliberale Koalition ja begonnen in den 70er Jahren ein Prozess
mit einem kommunistischen System der Sowjetunion, die unser Feind war, gegen uns gestellt war. Und wir haben über Jahre hinweg vertrauensbildende Maßnahmen geschaffen, die es dann ermöglicht haben, in der Schlussakte von Helsinki für Europa stabile und friedliche Zustände zu schaffen. Das Endergebnis haben wir 1989 gesehen. Im gleichen Rahmen sollten wir jetzt unseren Sitz im Weltsicherheitsrat nutzen und uns für eine solche Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten einsetzen. Und wir sollten unseren Sitz dort nutzen, um die anderen Partner, um Russland, China, die USA davon zu überzeugen, zusammen mit den regionalen Mächten uns auf den Weg zu begeben. Das wird ein jahrelanger Prozess, eine friedens- und stabilisierende Konferenz zu entwickeln, die vielleicht ähnlich erfolgreich ist in einigen Jahren. Und dann ist es nicht die Konferenz von Helsinki, sondern es ist vielleicht die Konferenz von Damaskus oder Bagdad oder von Kairo. Ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn wir intensiv wieder eine aktive Außenpolitik betreiben, wenn wir da, wo wir gut sind, und wir hatten einen großen Einfluss im Nahen Osten über viele, viele Jahrzehnte, wenn wir genau diese Position wiederentwickeln, unser Vertrauen, was wir im Nahen Osten immer noch haben, nehmen und als im bismarckischen Sinne der ehrliche Makler, weil wir dort keine eigenen Interessen verfolgen, wirken zwischen den Großmächten und zwischen den regionalen Mächten, dann, meine Damen und Herren, mit einer solchen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Vorderen Orient würde Deutschland wieder zu seiner geradezu historischen Rolle eines Mittlers zurückfinden. Wir wären, meine Damen und Herren, wieder aktiv, wir wären wieder sichtbar und wir wären endlich außenpolitisch endlich wieder einmal wirksam, meine Damen und Herren. Ich bitte Sie, unserem Beschlussantrag zuzustimmen. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Jürgen Hart. Und Jürgen Hart ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute hier einen Stapel von AfD-Anträgen zur Lage im Nahen Mittleren Osten auf dem Tisch. Ich habe gestern in den Nachrichten gehört, Sie wollen durch eine Reise nach Syrien zum Diktator nach Damaskus, zu Assad, beweisen, wie sicher Syrien ist. Ich meine, wie mehläugig muss man sein, dass man dann, wenn man unter den Kalaschnikows dieses Schlechters irgendwie auf ausgewählten Straßen dieses Landes verkehrt, anschließend dann zum Schluss zu kommen, das Land wäre sicher. Also diese Irreführung der Öffentlichkeit werden wir nicht zulassen. Und ich glaube, das ist für jeden offensichtlich. Ich möchte zum Thema große Friedenskonferenz für den Nahen und Mittleren Osten eine Anmerkung machen, die sich auch aus der Erfahrung der Politik der letzten Jahrzehnte speist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch große Konferenzen, durch immer neue Anläufe, Frieden zu stiften, die dann leider stecken bleiben oder gar scheitern, wie zum Beispiel der Prozess zwischen Israel und den Palästinensern, dass wir nicht falsche Erwartungen wecken, die am Ende nur noch umso größere, umso tiefere Enttäuschungen zurücklassen und dann am Ende, obwohl sie natürlich gut gemeint sind, das Gegenteil bewirken. Ich glaube, dass der europäische Friedensprozess vor allem nur deshalb möglich war, weil die beteiligten Mächte, namentlich die Sowjetunion, eben für sich entschieden hatte, diesen kompletten Wandel der inneren und äußeren Politik unter Gorbatschow vorzunehmen und diesen Weg entsprechend dann zu gehen. Und das war letztlich der entscheidende Grund, warum es zum Erfolg geführt hat. Und es gibt in der Region, und das, ich möchte, weil wir über das Thema schon oft diskutiert haben, zwei Themen rausgreifen. Ich möchte in der Region natürlich den Iran ansprechen. Ich glaube, dass der Iran nach wie vor der große, einer der zentralen Störer jeder Friedensentwicklung in der Region ist. Ich glaube, dass wir bei dem Atomabkommen mit dem Iran an einem Scheideweg stehen. Anfang der Woche haben die drei Außenminister der europäischen Partner des Vertragswerks äußerst kritisch sich mit der Situation auseinandergesetzt. Wir haben im Iran gegenwärtig die Situation, dass die Regierung selbst verkündet, sie wolle das Abkommen zu verletzen. Kann natürlich auch ein bisschen Rhetorik nach innen und nach außen sein. Aber wir kommen an den Punkt, wo wir für uns entscheiden müssen, wie geht es mit dem Iran weiter. Können wir tatsächlich als Europäer vor dem Hintergrund, dass das Abkommen jetzt auch durch den Iran möglicherweise substanziell verletzt wird, wirklich unsererseits an dem Abkommen so festhalten, wie wir wollen? Es wäre ein schmerzlicher Schritt, einzugestehen, dass das Abkommen in der jetzigen Form
tatsächlich gescheitert ist. Aber ich glaube, wir müssen die Realität schon ernsthaft angehen. Und ich glaube, dass wir nicht daran vorbeikommen, diesen Konfliktbewältigungsmechanismus, den der Vertrag vorsieht, um das zu verifizieren, entsprechend zu aktivieren. Und es ist natürlich umso dringender, darüber nachzudenken, unter welchen Bedingungen die Verhandlungen gegen eine atomare Bewaffnung des Iran auf diplomatischen Wege wieder aufgenommen werden können, etwa dadurch, dass man einen Vorstoß unternimmt, vielleicht die Vertragslaufzeit zu verlängern und andere Aspekte mit einzubeziehen. Und da würde tatsächlich der Schweiß der Edlen wäre das wert, wenn wir es gelingen würde, sozusagen ein JCPOA Römisch II in irgendeiner Weise neu anzulegen. Der zweite große Störer für Frieden in der Region ist aus meiner Sicht die vom Iran massiv unterstützte Terrororganisation Hisbollah, die meines Erachtens nicht nur im Libanon, im Irak und in Syrien, sondern eben auch in Europa ihr Unwesen treibt. Ich glaube, dass wir uns in den nächsten Wochen der Frage widmen müssen, ob wir Europäer, ob wir Deutsche tatsächlich alles tun, ob wir genügend tun, um die Terrororganisation Hisbollah in ihre Schranken zu weisen und an ihren Aktivitäten zu hindern. Wir haben zwar in Deutschland vielleicht keine unmittelbare Terrorbedrohung durch die Hisbollah, aber das, was zum Beispiel der Innenminister von Nordrhein-Westfalen jetzt im Rahmen der Bekämpfung der Clankriminalität aufdeckt, da führt der eine oder andere Weg doch in Richtung Drogenhandel, Geldwäsche, Finanzierungsquellen erschließen für die Hisbollah. Ich glaube, dass wir uns in den nächsten Wochen schon der Frage widmen müssen, wie wir mit diesem großen Störer eines möglichen Friedens in der Region umgehen und wie wir ganz konkret auch hier einen weiteren Beitrag leisten, diesen Terror einzugrenzen. Seien Sie gewiss, dass das Thema Frieden im Nahen und Mittleren Osten ganz oben auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages steht. Und seien Sie gewiss, dass uns die Frage des Friedens in der Region nicht nur unter dem Aspekt, dass Israel das Hauptbedrohte von dieser unsicheren Situation ist, dass uns das groß am Herzen liegt. Herzlichen Dank. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, nennt die geplante Reise von AfD-Politikern nach Syrien und zu dessen Diktator Assad mehläugig. Derweil nächster Redner am Pult, Bijan Jirsaray, FDP-Fraktion, und auch er ist außenpolitischer Sprecher. Es ist grundsätzlich gut und richtig, dass der Deutsche Bundestag sich mit der aktuellen Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten beschäftigt. Und wenn man sich die Ereignisse der letzten Wochen und Monate ansieht, dann wird es noch mal deutlich, wie fragil und gefährlich die politische Lage in dieser Region ist. In Syrien befindet sich der blutige Bürgerkrieg in der Endphase. Im Irak und im Libanon demonstrieren die Menschen seit Wochen gegen Misswirtschaft und Korruption. Israel wurde in den letzten Tagen mit Raketen beschossen. Im Jemen hält der Bürgerkrieg weiter an. Der Iran beeinflusst die Politik der Region wie selten zuvor. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist nach wie vor ungelöst und der Machtkampf zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat sich verschärft. Diese Aufzählung lässt sich beliebig weiterführen und bedauerlicherweise ist bei vielen dieser Konflikte eine friedliche Lösung nicht in Sicht und nicht erkennbar. Die Region war selten ein so gefährliches Pulverfass. Deutschland und die Europäische Union haben es Jahre und Jahrzehnte lang versäumt, eine nachhaltige Strategie für die Region zu entwickeln. Einer der Gründe dafür ist nach wie vor, dass die EU es nicht schafft, gemeinsam aufzutreten. Wir sind heute als Europäer keine Akteure in dieser Region. Unsere Bundesregierung sagt uns ja bei jeder Gelegenheit, dass die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik außerordentlich wichtig wäre. Aber diese Bundesregierung ist nicht einmal in der Lage, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik für Deutschland zu formulieren, meine Damen und Herren. Und das ist schlecht für Deutschland, das ist schlecht für Europa, das ist schlecht für die NATO und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir in dieser Region, und diese Region ist unsere unmittelbare europäische Nachbarschaft, warum wir in dieser Region keine Rolle mehr spielen, meine Damen und Herren. Ich bedauere beispielsweise, dass die Türkei, die einst ein Vorbild in dieser Region war, kein zuverlässiger Partner mehr ist, ob NATO-Partner oder nicht. Wer völkerrechtswidrig Krieg führt, kann nicht unsere Zustimmung und Unterstützung erfahren, meine Damen und Herren.
Die türkische Militäroffensive hat die Realitäten vor Ort verändert. Auch wenn der Vorschlag der Verteidigungsministerin zu spät kommt, brauchen wir ein nachhaltiges Konzept für eine syrische Nachkriegsordnung. Dabei gilt es, sich ernsthaft die Frage zu stellen, wie Deutschland oder besser gesagt Europa sich bei einem Wiederaufbau einbringen könnte. Ein Wiederaufbau, der die Menschen, die Opfer des Krieges schützt und nicht das syrische Regime und dessen Schutzmächte Russland und Iran bereichert. In der verbleibenden Zeit im UN-Sicherheitsrat muss die Bundesregierung sich für einen politischen Prozess in Syrien einsetzen. Das Treffen des Verfassungskomitees in Genf war ein erster wichtiger Schritt. Ohne einen nachhaltigen Friedens- und Verfassungsprozess, ohne die Einhaltung von Menschenrechten, wird es in Syrien keinen dauerhaften Frieden geben, meine Damen und Herren. Auch die Rolle des Irans sollten wir immer wieder kritisch hinterfragen. Die Außenpolitik Teherans ist in der gesamten Region inzwischen spürbar. Die Menschen im Irak und im Libanon demonstrieren in erster Linie gegen ihre korrupten Regierungen, aber sie haben gleichzeitig gegen den zunehmenden Einfluss des iranischen Regimes in ihren Ländern demonstriert. Auch die militärische Präsenz des Irans in Syrien stellt nach wie vor ein enormes Eskalationspotenzial und eine erhebliche Gefahr für Israel dar. Und die Ereignisse der letzten Tage haben gezeigt, dass die Menschen in Israel noch immer nicht in Frieden leben können, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung braucht eine echte Nahoststrategie. Dabei dürfen wir aber niemals die Menschen, die Gruppen, die Bewegungen vergessen, die sich dort in dieser Region für Menschenrechte und Bürgerrechte einsetzen. Menschenrechte sind universell und unteilbar. Und gerade diese Menschen, gerade diese Gruppen haben unsere Solidarität und Unterstützung verdient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sagt Bijan Ciğersaray, der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und ihm folgt jetzt Aydan Özoğuz aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2011 wurden zunächst friedliche Proteste der Bevölkerung in Syrien brutal niedergeschlagen. Wir erinnern uns, und die Gewalt eskalierte daraufhin. Jetzt, nun fast 9 Jahre später, müssen wir feststellen, dass über 400.000 Menschen im Zuge dieses Bürgerkriegs zu Tode gekommen sind und 1 Million Menschen verletzt wurden. Fast 12 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen und mehr als die Hälfte von ihnen sind Kinder. 6,2 Millionen Syrer sind Vertriebene im eigenen Land. Fast genauso viele fanden Zuflucht in Nachbarstaaten und auch in Deutschland fanden viele Syrerinnen und Syrer Schutz. Sie stellen in den letzten Jahren immerhin die größte Gruppe unter den Schutzsuchenden dar. Für die große Mehrheit in unserem Land war und ist es bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden ist, immer eine Selbstverständlichkeit gewesen, Menschen, die in Not sind, zu helfen, ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer Religion. Wir müssen heute feststellen, das Land ist weiterhin nicht befriedet. Es ist auch noch keine politische Lösung in Sicht, die wirkliche Aussöhnung und Sicherheit für alle Syrer erhoffen lässt. Und Flüchtlinge, die zurückgekehrt sind, erleben zum Teil Festnahmen, Folter und Enteignung. Es ist also kaum eine Option für die Mehrheit der aus dem Land geflohenen Syrerinnen und Syrer, freiwillig dorthin zurückzukehren, wenn ihnen unverändert große Gefahren drohen. Und damit sollte man auch nicht ständig spielen mit einem solchen Vokabular. Syrien muss und wird Hilfe erfahren, wenn es um den Wiederaufbau des Landes geht. Aber der macht wiederum nur Sinn, und der Kollege Hart hat darauf hingewiesen, wenn eben eine dauerhafte und stabile politische Lösung gefunden ist. Das Verfassungskomitee hat nun kürzlich seine Aufgabe aufgenommen, aber das ist natürlich erst der Beginn eines vermutlich längeren Prozesses. Eine Verfassungsreform und eine verlässliche, die eigene Bevölkerung in ihrer Vielschichtigkeit achtende Regierung sind Voraussetzungen dafür, dass Deutschland sich an Wiederaufbauzahlungen beteiligen wird. Gleichzeitig werden wir natürlich aber auch weiterhin unseren humanitären Verpflichtungen nachkommen und die sensible diplomatische Suche in einer Nachkriegslösung unterstützen. Eine wichtige aktuelle Frage ist,
ob es dem Islamischen Staat gelingt, besonders im Norden Syriens wieder zu erstarken. Das gilt es nun natürlich gemeinsam mit den internationalen Partnern zu verhindern. Seit 2015 beteiligt sich Deutschland auch deshalb ja an der Operation Inherent Resolve, welcher Teil der internationalen Allianz gegen den IS ist. Und selbstverständlich, auch das möchte ich hier sagen, müssen wir Verantwortung für die Familien von IS-Kämpfern mit deutscher Staatsangehörigkeit übernehmen. Natürlich muss alles dafür getan werden, dass sie nicht zu einer Bedrohung in unserem Land werden. Die Türkei, die nun völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert ist, meint, dass viele Flüchtlinge jetzt aus der Türkei freiwillig ausreisen würden. Daran kann man nun berechtigt seine Zweifel haben. Worauf wir achten müssen, ist, dass es vor allem keine Zwangsumsiedlung geben darf. Russland, dessen Handeln in Syrien ja zuletzt deutlich gemacht hat, dass es durchaus auch große eigene Interessen in dieser Region verfolgt, hat vor kurzem eine Art Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa für den Persischen Golf angeregt, bei der es aber dann lediglich um sicherheitspolitische und eben gar nicht um humanitäre oder Aspekte der Menschenrechte gehen sollte. Und die AfD-Fraktion bringt heute nun die gleiche Idee in den Deutschen Bundestag ein, für den es, wie Sie schreiben, vorderen Orient ziemlich unkonkret und dabei ohne das Geschehen und die aktuelle Lage in Syrien zu beachten. Ich möchte vielleicht doch mal kurz mit einem Satz darauf eingehen, weil es mir eben immer wieder durch den Kopf ging. Als Johann Wolfgang von Goethe über Orient und Okzident schrieb damals im westöstlichen Divan, das wird ja jeder kennen, da war er seiner Zeit wirklich voraus. Und wenn man heute Vorderer Orient nachschlägt, ich habe es gerade mal schnell gegoogelt im Duden, dann steht da Begriff veraltet. Vielleicht sagt das was über Ihren Antrag aus. Im vergangenen Jahr reisten Sie dann als AfD-Abgeordnete ja schon nach Syrien. Also Sie waren ja schon da. Dann haben Sie gesagt, das sei eine private Reise gewesen. Aber während dieser privaten Reise haben Sie dann hochrangige Vertreter ja immerhin getroffen, Berater des Assad-Regimes. Ich nehme an, die Folterkeller haben Sie nicht angeschaut. Und heute nun, bevor von einer befriedeten Lage gesprochen werden kann, beeilen Sie sich, über Ihre Freunde zu sagen, dass die ja nun die richtigen und einzigen Ansprechpartner wären. Und ich finde, das ist schon extrem durchsichtig. Für die gesamte Region benötigen wir eine Lösung der bestehenden politischen und natürlich erst recht der militärischen Konflikte. Das ist natürlich nun nicht so leicht. Aber Deutschland hat eine Menge getan. Allein zu Syrien hat es in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an internationalen Konferenzen gegeben. In Genf, in Wien, in Paris, auch in Berlin und München. Deutschland hat immer wieder diese Plattform geboten, um sich ganz konkret über die Lage auch mit den Nachbarländern auszutauschen. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie damals sehr konkret darüber gesprochen wurde, wie es mit der Wasserknappheit zum Beispiel im Libanon und in den anderen Ländern aussah und wie die fehlenden Strukturen waren eben für so viele Flüchtlinge, die ja in der Region geblieben sind. Und an dieser Syrien-Geber-Konferenz nun im letzten Jahr in Brüssel waren immerhin 57 Staaten beteiligt, regionale Organisationen, Organisationen der Vereinten Nationen. Deutschland unterstützt die Bevölkerung in dieser Region und insbesondere natürlich auch die Integration syrischer Flüchtlinge in vielen Bereichen. Es kommt ja manchmal etwas kurz, aber man muss immer wieder darauf hinweisen, dass die allermeisten Menschen nicht weit weg wollen. Sie wollen in der Region bleiben. Und es kam ja nicht von ungefähr, dass im Libanon plötzlich ein Viertel der Bevölkerung Flüchtlinge waren. Und so etwas zu schaffen, das bedarf eben schon einer großen Struktur. Natürlich, mit deutscher Hilfe konnte zum Beispiel die Einschulungsrate syrischer Kinder im Libanon deutlich erhöht werden. Und ich möchte mal ganz ehrlich sagen, bei diesen Kriegen, bei dieser Flucht, bei all dem Leid, was viele Menschen erfahren, niemandem ist geholfen, wenn Kinder nicht zur Schule gehen können, wenn ihre gesamte Jugend ohne Bildung und ohne Schulzeit zu Ende geht. Deutschland trägt mit seinem finanziellen Engagement übrigens auch dazu bei, dass das World Food Programm nun jeden Monat mehr als 3 Millionen Menschen in Syrien versorgen kann. Da ist die Kritik, dass das spät kam, durchaus angemessen. Aber nun funktioniert es und es funktioniert auch gut. Und
Allein 2018 hat das Auswärtige Amt rund 622 Millionen Euro für die humanitäre Versorgung zur Verfügung gestellt. Ja, dass Sie das nicht hören wollen, das ist mir schon völlig klar, weil man eben merkt, dass Ihre Anträge wirklich nur aus der Hose geschossen sind. Und deswegen, denke ich, haben wir ein etwas unterschiedliches Weltbild. Vielen Dank. Aydan Özlus für die SPD-Fraktion und die nächste Rednerin in dieser Debatte, in der es um Anträge aus den Reihen der AfD geht, zur Nahost- und Syrien-Politik, ist Sevim Dadelen aus der Linksfraktion. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Özlus von der SPD-Fraktion, ganze 7 Minuten hier eine Rede über Syrien halten und kein kritisches Wort zum Völkerrecht wie den Angriffskrieg Ihres NATO-Partners Türkei zu haben, finde ich eine besondere Leistung von Ihnen. Keine Verurteilung. Denn während wir hier heute debattieren, gehen entgegen der Darstellung von Bundesaußenminister Heiko Maas die Kämpfe im Norden und auch im Osten Syriens weiter. Salafistische Terrorbrigaden Erdogans, die dem barbarischen Islamischen Staat in nichts nachstehen, unterstützt von der Türkei, rücken weiter auf die mehrheitlich von christlichen Assyrern und Aramäern bewohnte Kleinstadt Tel Tamer vor. Die Invasion der türkischen Armee und einer islamistischen Soldateska an ihrer Seite in Syrien geht trotz des Waffenstillstands weiter. Und während die syrische Armee gemeinsam mit den Kurden Tel Tamer erbittert verteidigt, um weitere Massaker gegen Christen und andere Minderheiten in Syrien zu verhindern, hat die Bundesregierung nicht einmal ein umfassendes Waffenembargo gegen den Kriegsverbrecher Erdogan erlassen. Herr Maas hat zwar immer wieder behauptet, es gäbe ein umfassendes Waffenembargo, auch hier noch letztens in der Fragestunde der Bundesregierung, aber das ist angesichts der Tatsache, dass bisher genehmigte Waffenexporte an die Türkei bis heute ausgeliefert werden, eine dreiste Lüge des deutschen Außenministers. Der Völkerrechtsbruch der Türkei in Syrien wird somit weiterhin belohnt mit Waffenausfuhren aus Berlin, aber auch mit üppigen Finanz- und Wirtschaftshilfen. Und damit trifft die Bundesregierung auch eine Mitschuld für diese furchtbaren Kriegsverbrechen, die Erdogans islamistische Terrorbrigaden in Syrien anrichten. Und man fragt sich natürlich wirklich, wo ist der moralische Kompass dieser Bundesregierung geblieben? Wo ist eigentlich die sogenannte wertegeleitete Außenpolitik der SPD? Herr Maas würdigt allen Ernstes dann auch noch die USA als einen, ich zitiere, verlässlichen Partner, gerade erst kürzlich als US-Außenminister Pompeo in Berlin zu Besuch war. Und ich finde, das ist wirklich irre. Das dürften die Menschen in Syrien jedenfalls ganz anders sehen. Ich möchte Sie erinnern, es war US-Präsident Trump, der mit dem Befehl zum Abzug der US-Soldaten aus dem Norden Syriens seine kurdischen Alliierten im Kampf gegen den IS eiskalt fallen gelassen hat und Erdogan grünes Licht für die Invasion gegeben hatte, um kurz danach klarzustellen, dass er aber zusätzliche Truppen zum Schutz der syrischen Ölfelder nach Syrien schicken möchte. Der US-Präsident ist bezüglich seiner Raubpläne in Syrien dankenswert offen und ehrlich. Wenn er öffentlich bekundet, ich zitiere, was ich vielleicht vorhabe, ist, mit ExxonMobil oder einem unserer großen Unternehmen einen Deal abzuschließen, um das richtig anzugehen und den Reichtum zu verteilen. Zitat Ende. Und ich frage mich, ist das der verlässliche Partner der Bundesregierung? Und ist die Bundeswehr, und seit wann ist die Bundeswehr jetzt für den Profit von ExxonMobil zuständig? Das ist doch nichts anderes wirklich als eine fatale Rückkehr zu einem Imperialismus des 19. Jahrhunderts von Ihrem Partner, verlässlichen Partner, was hier ausgeführt wird. Und ich finde, sich daran zu beteiligen, ist fatal. In einem von der Fraktion Die Linke beauftragten Gutachten betont der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages mit Blick auf dieses US-Vorgehen in Syrien, dass es, Zitat, keinen Freibrief zur Dauerpräsenz der kriegführenden Staaten in der Region, Zitat Ende, gebe. Will der syrische Staat wieder auf die Ölfelder in seinem Land zugreifen, ist eine Verhinderung durch die USA völkerrechtlich nicht gedeckt. Eine Ausbeutung von staatlichen Rohstoffen zu eigenen Zwecken wäre, Zitat, ähnlich wie Plünderungen durch eine Besatzungsmacht,
mit dem besatzungsrechtlichen Grundgedanken der Haager Landkriegsordnung unvereinbar. Zitat Ende. Herr Bundesaußenminister Maas, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der SPD und CDU-CSU-Fraktion, ich stelle Ihnen dieses Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sehr gern zur Verfügung. Daraus kann man allerdings nur eine Schlussfolgerung ziehen. Die Unterstützung dieses völkerrechtswidrigen US-Raubzugs durch die Bundeswehr muss beendet werden. Was wir brauchen in Syrien, ist eine 180-Grad-Wende der deutschen Syrien-Politik. Wir brauchen einen Bruch mit der Regime-Change-Politik der letzten 8 Jahre. Die Bundesregierung darf nicht weiter über den deutsch-emiratischen Wiederaufbaufonds den Ausbau der Infrastruktur in von Al-Qaida besetzten Gebieten Syriens wie in Idlib weiterfinanzieren. Und ich finde es schändlich, dass mit Erlaubnis der Bundesregierung in der Berliner Chausseestraße, hier in Berlin-Mitte, ein Büro finanziert wird von Halunken, die diesen völkerrechtswidrigen Krieg der Türkei mit in Syrien unterstützen. Die Bundesregierung muss aufhören, diese syrische Botschaft spielende Halunken hier weiter zu unterstützen. Und sie muss aufhören, weiter Waffen an Diktatoren und auch autoritäre Regime in der Region wie Saudi-Arabien, Türkei, aber auch eben Katar zu liefern, die letztendlich islamistische Terrorbanden ausgerüstet haben, mit Waffen unterstützt haben, laut Aussagen der eigenen Dienste in Deutschland. Diese Unterstützung muss aufhören. Das bedeutet vor allen Dingen aber auch, dass wir hinkehren müssen zu einer Politik der humanitären Hilfe in Syrien. Deutschland muss sich am Wiederaufbau Syriens beteiligen. Die Wirtschaftssanktionen, die Bevölkerung weiter verarmen lassen, die müssen aufgehoben werden. Die Menschen, die Medikamente und Lebensmittel zu verweigern, hat nichts mit einer humanitären Politik zu tun. Ich finde, die Menschen in Syrien können nicht weiter warten. Setzen Sie sich für humanitäre Hilfe ein, ein Ende der Wirtschaftssanktionen und für Diplomatie, statt für die weitere Unterstützung eines Umsturzpolitik. Ich weiß, die Grünen sind ja Befürworter von Regime-Change-Politik. Aber wir sehen das Ergebnis von 8 Jahren Regime-Change-Politik in Syrien. Und damit muss erstmal Schluss gemacht werden. Sevim Dadelen für die Linksfraktion. Und jetzt Omid Nuripur für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Auch er außenpolitischer Sprecher. Ich befinde mich jetzt in einer verlegenen Situation, die SPD verteidigen zu müssen. Die Kollegin hat nämlich gerade selbstverständlich den Einmarsch der Türkei nicht nur benannt, sondern auch völkerrechtswidrig genannt. Was aber nicht hier gesagt wurde vom Pult aus. Sie haben kein einziges Wort der Verurteilung Richtung Assad gesagt. Sie liegen 3 Anträge zu Syrien vor, die alle blöd sind. Aber Sie haben 6 Minuten nicht einmal Assad gesagt. Und das ist das, was das Problem ist an dieser Debatte hier. Das ist genau das Problem, dass Sie über massenweise Verbrechen reden, aber auf einem Auge schlicht blind sind. Und das ist nicht hinnehmbar und nicht erträglich. Wir haben 5 Anträge vorliegen der AfD. Der eine Antrag ist über Libanon. Und bei diesem Antrag fällt mir nicht mehr viel ein. Wir haben darüber uns schon ausgetauscht. Es gab schon eine Lesung dazu. Aber das bringt mich dazu, an dieser Stelle noch einmal auch für meine Fraktion zum Ausdruck zu bringen, dass bei allen Dissenspunkten, die wir haben mit der Regierung Netanyahu, und das sind viele und die brauchen Raum zum erörtert werden, wir das nicht hinnehmbar finden und scharf verurteilen, dass es wieder einmal diese Woche diese Angriffe gegeben hat, die Raketenbeschüsse gegeben hat. Israels, die Sicherheit Israels ist für uns konstitutiv. Des Weiteren gibt es einen Antrag, bei dem die AfD einen KSZE-Prozess für den Nahen Osten fordert. Das klingt immer gut. Historische Beispiele lassen auch jemanden immer großbürgerlich erscheinen. Aber die Frage, wie das gehen soll, die beantworten Sie so. Ich zitiere aus Ihrem Antrag. Sie sagen, die Bundesregierung soll ein realistisches Konzept dafür vorlegen. Das ist die gesamte Antwort, wie das gehen soll. Ehrlich gesagt, wir als Fraktion, und das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für alle anderen Fraktionen hier, sitzen in der Regel da und überlegen uns Lösungen und nicht
Dinge, die schön klingen. Ich wundere mich, warum Sie nicht den Königsfriedensvertrag zwischen Sparta und Athen aus dem Jahr 386 vor Christus hier erwähnt haben. Aber man muss als Opposition zumindest so tun, als würde man sich Gedanken machen, wie etwas gehen soll. Und ich sage, wir haben eine große Idee, die Bundesregierung soll sagen, wie es ist. Damit komme ich aber zum Kern dessen, warum Sie überhaupt diesen Tagesordnungspunkt aufgesetzt haben, nämlich Syrien. Es gibt eine gute Entwicklung, eine vielleicht gute Entwicklung, das ist, dass das Verfassungskomitee nun tagt. Das ist bedauerlich. Nein, es ist verheerend, dass die Kurden nicht dabei sind. Und das führt Sie dazu zu sagen, der Krieg ist vorbei und lass uns jetzt endlich zurückführen. Sie haben genau dasselbe auch gesagt, bevor es diesen Schritt gegeben hat. Also Sie brauchen keine Anlässe, es geht eigentlich nur um die Rückführung, es geht überhaupt nicht um Syrien, das wissen wir. Aber so zu tun, als wäre der Krieg beendet, ist vor dem Hintergrund der Lage in Idlib, in der weiterhin systematisch Krankenhäuser und Schulen bombardiert werden, schlicht zynisch. Und dann sagen Sie wieder auf. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hampel? Ja. Ich habe nur eine ganz schlichte Frage, Kollege Nippur. Da kann ich Sie ergänzen. Genauso schlicht hat das Ihr Kollege Jürgen Trittin fast wortwörtlich vorgetragen, wie wir es in unserem Antrag formuliert haben. Würden Sie Ihrem Kollegen Trittin jetzt die gleiche geistige Schlichtheit für uns unterstellen wollen? Ich habe Ihnen keine geistige Schlichtheit vorgeworfen, weil ich Ihnen ganz andere Dinge vorzuwerfen habe. Aber ich wiederhole gerne nochmal, was ich gesagt habe. Der Vorschlag ist nicht per se falsch. Der Kollege Trittin hat recht. Wir suchen Händeringe nach einem Weg. Und wenn wir einen Weg gefunden haben, werden wir das auch hier beantragen. Aber wir werden nicht so tun, als hätten wir jetzt eine ganz tolle Idee und bitten die Bundesregierung, für uns zu denken. Und das ist der Unterschied in der Arbeitsweise zwischen der AfD und allen anderen Fraktionen im Hohen Hause. Sie sagen Wiederaufbau, aber keine Bedingungen. Kein Wort davon, dass dieses Land nur dann zufrieden kommt, wenn es Versöhnung gibt. Kein Wort dazu, dass es Zehntausende von Vermissten gibt. Kein Wort davon, dass es über 100.000 Menschen gibt, die schlicht gefangen gehalten werden. Kein Wort davon, was in den Foltergefängnissen von Assad los ist. Kein Wort davon, was mit denen passiert ist, die zurückgekehrt sind. Es gibt so viele Berichte darüber, dass diese Leute Repressionen ausgesetzt sind, dass sie teilweise auch verschleppt worden sind. Es gibt auch dort sehr viele, von denen wir nicht wissen, wo sie sind. Kein Wort vom sogenannten Dekret Nummer 10. Beim Dekret Nummer 10 geht es darum, dass jeweils die lokalen Warlords von Assad grundsätzlich nach einem Stichtag gucken können, wer gerade nicht zu Hause ist, dessen Haus, dessen Acker kann einfach konfisziert werden. Und das ist in so vielen Fällen bereits passiert. Und wir reden über ein Land, bei dem 9 Millionen Menschen nicht mehr da sind, nicht mehr dort leben können, wo sie beispielsweise ihr Hab und Gut haben. Dorthin zurückzuschicken, würde bedeuten, dass die Leute in Armut und in Willkür reinkommen. Und wir erleben willkürliche Verhaftungen, gerade bei denjenigen, die auch versucht haben, zurückzukommen. Kein Wort davon. Kein Wort davon, dass es Versöhnungsabkommen gibt, die so heißen, und zwar lokale, die aber nichts mit Versöhnung zu tun haben. Im Gegenteil, die einfach nur die Machtverhältnisse dieser Warlords schlicht zementieren. Kein Wort davon, dass alles, was wir bisher an militärischen Erfolgen erlebt haben von Assad, ausschließlich nicht zu Frieden, nicht zu Versöhnung, sondern zu Siegerjustiz führen. Kein Wort davon, dass das kein Weg ist, dass Syrien auf Dauer befriedet werden kann. Kein Wort davon, dass diejenigen, die zurückgehen, teilweise zwangsrekrutiert werden von diesen Menschen, die dort die Machtverhältnisse für Assad sicherstellen. Und kein Wort davon, und kein Wort davon, kein Wort davon, und das macht mir wirklich Gänsehaut. Am Dienstag gab es in Daraa, in der Stadt, in der vor 8 Jahren die Proteste begonnen haben, wo auf Menschen bei Beerdigungen tatsächlich geschossen worden ist, in Daraa gab es eine große Demonstration gegen Assad und gegen die Hisbollah. Ich finde, der Mut dieser Leute gehört wenigstens einmal erwähnt an dieser Stelle. Bei all dem Elend ist selbstverständlich eine Katastrophe, dass die Türkei jetzt völkerwidrig einmarschiert ist. Das ist humanitär, das ist organisatorisch, das ist völkerrechtlich katastrophal, was die Türkei macht. Es ist extrem bedauerlich, dass die Bundesregierung sich überhaupt nicht darum bemüht hat, in den letzten Wochen und Monaten wirklich die Schrauben anzudrehen. Es ist sehr bedauerlich, dass beispielsweise die Hermes-Bürgschaften, ein hochsensibles Instrument, das immer wieder gewirkt hat im Falle der Türkei, ökonomisch Druck gemacht haben und zu Verhaltensänderungen geführt haben. Und es ist außerdem extrem bedauerlich, dass die Bundesregierung sich
die keinerzeit darum bemüht hat, dass es eine geordnete Rückführung gibt der Dschihadisten, die in Deutschland, in unserer Gesellschaft radikalisiert worden sind. Wir haben eine Verantwortung, diese Leute zurückzunehmen. Und das muss auch passieren. Das ist sonst nicht nur den Staaten gegenüber, von denen wir sagen, nehmt eure Dschihadisten zurück, gegenüber heuchlerisch, sondern das ist schlicht für die Sicherheit dieses Landes fahrlässig. Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, in einer Debatte des Bundestages über die Nahost- und Syrienpolitik basierend auf Anträgen der AfD. Und in der spricht jetzt der Obmann der Unionsfraktion für diesen Themenbereich, Roderich Kiesewetter. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gut, dass wir eine lebendige Debatte über den Nahen und Mittleren Osten führen. Und ich bin den Vorrednern wie Jürgen Hart, Aydan Özoguz, Bijan Cezaray und Omid Nuripur sehr, sehr dankbar, dass sie mal Ursache und Wirkung dargestellt haben. Und wenn wir schon sehr nüchtern und sachlich sprechen, so lohnt doch ein vertiefter Blick in die Anträge, die Herr Hampel hier versucht hat vorzustellen, ohne auf sie einzugehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da steht tatsächlich in einem der Anträge, durch die wirtschaftliche Destabilisierung des Westens würden die Flüchtlinge an der Rückkehr gehindert. Deshalb solle man die Sanktionen gegen Syrien aufheben. Jürgen Hart und Aydan Özoguz haben sehr klargestellt, dass wir über 6 Millionen Binnenvertriebene haben und über 5 Millionen, die außerhalb des Landes sind, rund 500.000 Tote, über 1 Million Verstümmelte. Die sind doch nicht wegen wirtschaftlicher Destabilisierung geflohen. Und die kehren doch auch nicht zurück, wenn die Sanktionen aufgehoben werden, sondern sie sind durch die Bomben von Assad und durch die Proxys des Irans tief betroffen und aus ihrer Lebenswirklichkeit geschoben worden. Und es ist unsere Aufgabe, doch mal darüber nachzudenken, wie man es lösen kann, aber doch nicht, indem man an den Wirkungen herumbastelt. Da muss man an die Ursachen gehen. Der Nahe Osten ist aus den Fugen geraten. Wir brauchen eine KSZE. Das ist ein Zitat von Bundesaußenminister Steinmeier vom 21. Juli 2014, wo wir noch ein Fenster der Gelegenheit hatten, weit vor dem russischen Einmarsch, nach dem Nichtausnutzen der roten Linien durch die USA, dort tätig zu werden. Und es ist der deutschen Diplomatie zu verdanken, dass wir den Genfer Prozess hatten. Und da sollten wir auch ein bisschen stolz darauf sein, dass wir den politischen Prozess vorangetrieben haben durch die Bundesregierung, auch mit Unterstützung dieses Hauses. Und hierauf sollten wir wirken. Und ich halte sehr viel davon, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir da zur Sacharbeit zurückkehren. Deswegen sind Ihre Anträge auch abzulehnen. Und ich will deutlich machen, der völkerrechtswidrige Verstoß der Türkei, das russische Vorgehen, das führt doch alles nur zu einer Stabilisierung von Assad. Und wir sollten uns auch darauf einstellen, dass die für das Jahr 2021 vorgesehenen Wahlen vorher wenig Änderungen bringen. Das heißt, wir haben noch 2 Jahre harter diplomatischer Arbeit vor uns. Deshalb sind auch alle Vorschläge zu begrüßen, die die Sackgasse, in die sich dort die Konfliktparteien manövriert haben, diese Sackgasse wieder aufzulösen. Und der KSZE-Vorschlag ist dahingehend irreführend, weil der KSZE-Prozess in Europa, aus Europa heraus, aus den Gründen der Menschenrechte, aus der Spaltung der Blöcke, der Spaltung der Familien über den eisernen Vorhang heraus entstanden ist. Wir können nur appellieren, dass aus der Region heraus der Wille zum Frieden und der Wille für eine positive Konfliktkultur entsteht. Das sollten wir fördern mit unserer Diplomatie und nicht einem Diktator huldigen durch Dienstreisen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind aus meiner Sicht 5 Punkte, die wir anpacken müssen. Und Frau Annegret Kramp-Karrenbauer hat mit ihrem Vorschlag, der ja versucht hat, diese Sackgasse zu durchstoßen, eine Reihe dieser Punkte angesprochen. Ich will mal diese 5 Punkte in einen Zusammenhang bringen. Erstens ist es ein Zeichen der Europäer, wenn wir uns dort engagieren in der Flüchtlingshilfe, in der Trennung von Konfliktparteien, in der Schaffung eines sicheren Hafens für Flüchtlinge. Als Zeichen ist, dass wir nicht mehr Zaungast sein wollen, sondern gestaltend und hilfreich mitwirken im Rahmen der politischen Prozesse. Zweitens ist es ein Zeichen an die Türkei, dass wir sie im westlichen Bündnis halten wollen, dass wir ihnen helfen wollen, aus diesem völkerrechtswidrigen Vorgehen, aus dem Bruch des Völkerrechts, um es klar anzusprechen mit diesem Angriff, wieder zurückzukehren auf die regelbasierte Ebene. Das bedarf einer großen Anstrengung der Europäer, und da sollten wir zu bereit sein. Und der dritte Bereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch ein Zeichen an Russland, dass wir deren
Präsenz dort akzeptieren, wenn sie bereit sind, den Genfer Prozess wieder voranzutreiben, dass wir auch ihre Basen in Tartus und Latakia akzeptieren und dass wir sehen, dass Russland das Vakuum, das der Westen hinterlassen hat, gefüllt hat, aber eben auch an einem politischen Prozess interessiert ist. Das ist das Zeichen, das wir auch an Russland geben. Hören Sie zu, lernen Sie noch was, Herr Hampel. Wenn Sie das an diesen Bereich koppeln, dann glaube ich, haben wir auch einen Hebel, um mit Russland auf diplomatischer Ebene wieder ins Benehmen zu kommen. Der vierte Bereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir ein Zeichen an die Flüchtlinge geben. Bleibt in der Region, wir helfen euch. Und wir stützen hier eine Rückkehrperspektive, nicht durch Aufhebung der Sanktionen, sondern indem wir helfen hier in der Integration und in der Ausbildung und dort dann in der Bereitschaft, eine Zone zu schützen, wo die Flüchtlinge nahe ihrer Heimat wieder an Aufbau und Rückkehr denken können. In diesem Sinne lehnen wir Ihre Anträge ab, aber leisten einen Beitrag für ein konstruktives Vorgehen unseres Bundestages. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hunderttausende Tote, mehrere Millionen Flüchtlinge schließen eine huldigende Dienstreise zum syrischen Regime aus, sagt Roderich Kiesewetter und bezieht sich damit auf ein Vorhaben von AfD-Politikern. Für deren Fraktion jetzt Frank Pasemann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. In der derzeitigen Syrien-Politik offenbart sich ein weiteres Mal die Planlosigkeit und das Versagen der Bundesregierung. Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauers und Außenminister Maaßens Äußerungen in Bezug auf die Sicherheitszonen können unterschiedlicher nicht sein. Und auch innenpolitisch offenbart sich ein Desaster. In Deutschland halten sich derzeit rund 767.000 syrische Staatsbürger auf, die meisten davon in unseren Sozialsystemen. Durch die Ausweisung des syrischen Botschafters stehen Ihnen drei diplomatische Botschaftsmitarbeiter gegenüber, allerdings kein Botschafter. Das Ergebnis für die syrischen Staatsangehörigen ist oft tagelanges Warten auf eine Bearbeitung der Anliegen. Warum ist das so? Weil diplomatische Beziehungen mit der Arabischen Republik Syrien seitens der Bundesregierung auf zwingend erforderliche Kontakte beschränkt worden sind. Damit ist es unmöglich, ein angemessenes Lagebild und eine brauchbare Einschätzung der Situation in Syrien vor Ort zu erhalten. Es gilt festzuhalten, dass die Regierung um Staatspräsident Bashar al-Assad in den befriedeten Teilen Syriens und damit dem Großteil des Landes nach wie vor die tatsächliche Regierung darstellt. Um den großteils befriedeten Konflikt nicht wieder oder weiter anzuheizen, ist es notwendig, die diplomatischen Beziehungen zu Syrien wieder zu intensivieren. Die fortwährende Ächtung der Syrischen Republik steht einem nachhaltigen Versöhnungs- und Wiederaufbauprozess diametral entgegen. Das, meine Damen und Herren, kann nicht im Interesse Deutschlands sein. Weiterhin mit der Nationalkoalition syrischer Revolutions- und Oppositionskräfte der sogenannten ETILAF zusammenzuarbeiten, heißt, den Sturz des rechtmäßigen syrischen Staatspräsidenten Assad als Bedingung für ein friedliches Zusammenleben der Völker in dieser Region zu machen. Diese Politik bedeutet womöglich die Wiederaufnahme des Bürgerkrieges und damit einhergehender Gewalt in Syrien. Es ist nun mal so, dass sich Außenpolitik vor allem an der Realität vor Ort orientiert und sich nicht nur nach dem Wunschdenken Einzelner auf der Regierungsbank richtet. Das ist auch der Grund, weshalb die Sanktionen nicht greifen und dadurch keinerlei Zugeständnisse erreicht worden sind. Letztendlich wird durch diese Sanktionen und die damit verbundene Politik lediglich das Leid der syrischen Bevölkerung vergrößert. Italiens Außenminister Luigi Di Maio, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und selbst die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages sehen durchaus die Möglichkeit, eine Friedensordnung auch mit der Regierung Assad zu verhandeln. Doch mal wieder wurde die Bundesregierung von der Realität überholt. Eine friedens- und geopolitische Verantwortung der Bundesregierung für Syrien ist nicht ersichtlich. Von diesbezüglicher Kenntnis ist erst gar nicht zu sprechen. Dass Herrn Maas angesichts solcher Debatten bei der Regierungsbefragung letzte Woche nichts anderes einfällt, als Witze zu machen, zeigt erneut, dass er seinem Amt nicht gewachsen ist. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil er seinen weltpolitischen Maßstab
scheinbar nur aus Salongeschwätz ableitet. Außenpolitisches Maß hat diese Bundesregierung nicht. Deutsche Interessen vertritt der deutsche Außenminister nicht. Es ist Zeit für eine neue Syrienpolitik. Und wenn die Bundesregierung das nicht leistet, dann wird die Opposition dieses Feld bestellen. Vielen Dank. Frank Pasemann für die AfD-Fraktion sitzt er übrigens im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Nächste Rednerin in dieser Debatte hier ist Elisabeth Motschmann aus der Unionsfraktion. Kolleginnen und Kollegen, die AfD legt uns 5 Anträge vor. Das interessiert die Frauen ihrer Fraktion herzlich wenig. 2 sind da, die dritte geht weg. Die Fraktionsvorsitzende ist nicht da. Wenn es um Krieg und Frieden geht, gehören die Frauen in dieses Parlament. Das können Sie denen mal mit herzlichen Grüßen bestellen. Natürlich erfordert eine veränderte Sicherheitslage im Nahen Osten auch neue Antworten. Aber Ihre Antworten und Ihre Vorschläge sind unrealistisch. Sie sprechen im Antrag in der Überschrift von Frieden sichern. Welchen Frieden meinen Sie, Herr Hampel? Es gibt keinen Frieden im Augenblick. Allenfalls gibt es Waffenstillstand zwischendurch. Aber Sie haben ja gehört, wie die Bevölkerung nach wie vor leidet. Sie behaupten, dass der vielschichtige Bürgerkrieg in Syrien nunmehr weitgehend beendet ist. Das ist falsch. Sie behaupten, dass die syrische Regierung ihr Land wieder weitgehend unter Kontrolle gebracht hat. Falsch, auch hier leiden Sie unter Realitätsverlust. Von Kontrolle oder gar Ordnung kann doch in Syrien gar nicht die Rede sein zum jetzigen Zeitpunkt. Und das wissen Sie. Das wissen Sie. Und Sie werden auch nicht in bestimmte Regionen reisen, sondern allenfalls nach Damaskus. Nordsyrien ist völkerrechtswidrig besetzt von unserem NATO-Partner Türkei. Das stand übrigens hier drin, bevor Herr Nuripur das angemahnt hat. Amerika hinterlässt durch den Truppenabzug ein Machtvakuum. Erdogan und Putin bauen ihren Einfluss in der Region brutal aus. Assad bombardiert weiterhin die Zivilbevölkerung. Von Menschenrechten keine Rede. Wieder sind Hunderttausende auf der Flucht, IS-Kämpfer sind frei und weiterhin fähig und willens, Anschläge in Syrien, Irak und auch Europa zu führen. Herr Hampel, hören Sie doch mal zu. Das würde Ihnen guttun. Dann werden nämlich auch Ihre Vorschläge vielleicht besser und nicht so wie in den Anträgen. Und Sie wollen uns weismachen, dass Syrien befriedet ist. Allen Ernstes fordern Sie eine vollständige Aufhebung sämtlicher diplomatischer und wirtschaftlicher Sanktionen gegen das Assad-Regime. Sie fordern die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen sowie die Änderung unserer bisherigen politischen Haltung gegenüber Assad. Mit diesem Verbrecher gibt es keine normalen Beziehungen, Herr Hampel. Das müssen Sie mal lernen. Haben Sie vergessen all die Grausamkeiten des 8-jährigen Bürgerkriegs mit mindestens 500.000 Toten? Haben Sie vergessen, dass Assad Chlorgas und Sarin gegen sein eigenes Volk eingesetzt hat? Sein Ziel, regierungsfeindliche Kräfte umzubringen oder zu vertreiben. So etwas nennt man ethnische Säuberung. Und mit so einem Mann kann man nicht normal. Ja, Sie müssen still sein, liebe. Sie haben völlig vergessen, dass dieser Schlechter da immer noch am Werke ist. Und nun sollen wir also unsere diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen, normalisieren, Sanktionen aufheben. Und das kann nicht sein. Sie fordern die Bundesrepublik auf, sich finanziell am wirtschaftlichen Aufbau der Region zu beteiligen. Das heißt, Sie zäumen das Pferd von hinten auf. Geht es Ihnen eigentlich wirklich darum, das Land wieder aufzubauen und der Bevölkerung vor Ort zu helfen? Oder geht es Ihnen in Wahrheit darum, so schnell wie möglich syrische Flüchtlinge wieder aus Deutschland loszuwerden? Diese Menschen sind geflohen
um Schutz vor Krieg, Terror, Vergewaltigung und Tod zu finden. Und deshalb ist Ihre Intention nicht richtig, sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Unser Ziel muss es sein, den Kampf gegen den IS fortzusetzen, die humanitäre Lage in der Region zu stabilisieren und konstruktive Vorschläge zur Stabilisierung von Syrien zu machen. Die Bundesregierung muss ihr sicherheitspolitisches Engagement sicherlich weiter fortsetzen, verstärken und in diesem schwierigen Geflecht versuchen, mit den bestehenden Formaten, unter anderem mit ihrem Sitz im Weltsicherheitsrat, für einen Weg in den Frieden zu sorgen. Zum Schluss kann ich nur mein Fazit. Ich gratuliere der Bundesrepublik Deutschland, dass die AfD keine sicherheitspolitische und außenpolitische Verantwortung trägt. Vielen Dank. Elisabeth Motschmann für die Unionsfraktion in einer Debatte, wo es um den Nahen Osten, aber vor allem auch um Syrien geht. Und in eben dieser Debatte spricht jetzt Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, wenn ich auf die Tafel schaue, auf der unser Tagesordnungspunkt steht, militärische Eskalation im Nahen Osten, dann ist mein erster Gedanke Israel. Denn Israel ist das Land, mit dem wir besonders eng verbunden sind. Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, ein Rechtsstaat, ein hochentwickelter Industriestaat, ein Land der Freiheit, in dem Menschen ohne Furcht vor Antisemitismus leben können. Israel ist das Land in der Region, mit dem wir hier in Europa die meisten Werte teilen. Und ich will das hier sagen, auch in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Unsere Beziehungen zu Israel sind einfach besonders. Israel würde nicht existieren, hätte es die Shoah nicht gegeben. Israel wird nie für uns ein Partner wie alle anderen sein. Wir gehen aufeinander zu, auch wenn es in diesen Zeiten der sehr engen freundschaftlichen Beziehungen den einen oder anderen politischen Streitpunkt mit Israel geben kann. In dieser Situation, in der wir heute das debattieren, ist Israel einer Vielzahl von Krisen und Bedrohungen in der unmittelbaren und weiteren Nachbarschaft ausgesetzt. Deutschland hat eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels, und deswegen müssen wir reagieren auf die aggressive Rhetorik des Iran, der das Existenzrecht Israels nach wie vor glatt verneint. Meine Damen und Herren, das Existenzrecht Israels steht für uns außer Frage. Und in unserer Außenpolitik muss es deswegen darum gehen, den negativen regionalen Einfluss des Iran zurückzudrängen, insbesondere wenn er Organisationen unterstützt wie die Hisbollah. Kollege Jürgen Hart hat es eben erwähnt, dass wir das Thema demnächst noch etwas stärker bearbeiten wollen, aber auch seine Unterstützung für den islamischen Dschihad im Gazastreifen. Während wir hier miteinander friedlich und sicher debattieren können, müssen die Menschen in Israel alle paar Stunden in Schutzräume, um Zuflucht zu suchen vor den terroristischen Raketenangriffen auf die Zivilbevölkerung. Meine Damen und Herren, wir stehen fest an der Seite Israels und der Zivilbevölkerung angesichts dieser Terrorangriffe. Es gibt allerdings in der Region auch positive Entwicklungen. Es gibt eine Annäherung Israels und wichtigen Staaten der arabischen Welt, insbesondere Ägypten, aber auch Saudi-Arabien, andere Staaten aus dem Golf. Ich würde mir wünschen, dass die Beziehungen Israels zu Jordanien sich wieder verbessern. Und wenn dann hier beantragt wird im Deutschen Bundestag, wir mögen doch eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten unterstützen, dann klingt das für mich nach Hans-Dietrich Genscher. Und Hans-Dietrich Genscher war ein Außenminister, der mit der KSZE wirklich Gegensätze überwinden konnte. Deswegen, auch wenn die AfD ansonsten immer daneben liegt, von Hans-Dietrich Genscher lernen ist immer richtig. Der Weg der Besserung ist Ihnen offen. Mehr Genscher, weniger Bismarck, da würden wir uns drüber freuen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, unser Ziel als Deutsche bleibt ein jüdischer, demokratischer Staat Israel in anerkannten und dauerhaft sicheren Grenzen an der Seite eines unabhängigen, demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staaten in einem befriedeten Nahen Osten. Das ist sehr anspruchsvoll, aber es ist aller Mühe wert, wenn es um die Sicherheit Israels und Frieden in der Region geht. Herzlichen Dank. Sagt Alexander Graf Lambsdorff, und ihm wird jetzt folgen am Rednerpult des Deutschen Bundestages an diesem Freitagmittag um kurz nach 12 Karl-Heinz Brunner aus der SPD-Fraktion.
Sehr verehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Bekenntnis zu Israel ist selbstverständlich, aber heute nicht unbedingt der Gegenstand dieser Beratungen. Was will denn die AfD? Die gehören sicherlich dazu, aber wir diskutieren jetzt nicht quer. Sie hören mir jetzt mal kurz zu. Was wollen Sie denn? Was will die AfD mit diesem Antrag? Mit diesen Anträgen, die heute eingebracht sind. Sie wollen doch nichts anderes, und die Kollegin Wunschmann hat das auch schon mit angesprochen, die über 11 Millionen geschundenen Seelen, die vor Assad, dem Schlechter, dem Giftgaseinsetzer gegen sein eigenes Volk geflohen sind, wieder in die Hände dieses Schlechters zurückführen. Das darf nicht sein, und das darf nicht in diesem Hause, nicht im Deutschen Bundestag, auch nur annähernd eine Zustimmung erfahren. Ich sage dies ganz deutlich, weil offensichtlich Ursache und Wirkung manchmal vergessen wird. Ich bin froh, dass der Kollege Nuripur den Ursprung in der Stadt Doha, das Auflehnen der Bevölkerung gegenüber einem Despoten, angesprochen hat. Denn es ist nicht Assad gewesen, der dem Land einen Frieden gebracht hat, sondern es sind mehr oder weniger derzeit glückliche oder unglückliche Umstände, dass nicht Frieden herrscht, sondern kein Krieg. Und ich sage auch ganz deutlich, das Beispiel der KSZE-Akte und KSZE zieht nicht. Zieht deshalb nicht, weil wir offensichtlich vergessen haben, dass die KSZE-Akte einen Schlusspunkt mit der Friedenssicherung gebracht hat, wir aber zuvor Frieden in Syrien und in der Region erreichen müssen. Wenn wir den Frieden haben, daran als Schlusspunkt KSZE-Akte zu setzen, wäre dies der richtige Weg. Aber Sie haben ja in Ihrem Weltbild, die Kollegin Özbuz hat es schon angesprochen, den Vorderen Orient Goethes eher als veraltet im Mittelpunkt als die Zukunft. Und deshalb ist es ja auch typisch, dass Sie bei Ihrem Antrag, wenn Sie von Laizismus sprechen, den Laizismus mit 4i schreiben, obwohl er üblicherweise eigentlich nur mit 3 geschrieben wird. Aber das zeigt die Flüchtigkeit dieses Antrags. Mit Ihrem Antrag wollen Sie in erster Linie die wirtschaftliche Sicherheit, die Sie für Assad sichern. Sie wollen nicht den Menschen dort vor Ort eine Stabilität geben. Und Sie sind keineswegs bereit, so wie Sie das bei Ihrer Privatreise nach Syrien schon getan haben, für die Menschen da zu sein, sondern mit Machthabern zu sprechen, um Situationen zu erzeugen, dass die geschundenen Menschen wieder zurückgeführt werden. Wir haben nicht zuletzt durch den Fünf-Punkte-Plan von Außenminister Heiko Maas sehr gut dazu beigetragen und machen das auf diplomatischem Weg weiter. Waffenruhe zu stabilisieren, das ist nämlich das Erste, was wir in dieser Region brauchen. Humanitäre Hilfe zu geben. Deutschland ist das zweitgrößte Geberland humanitärer Hilfe in Syrien und hat bereits 500 Millionen für 2019 zugesagt. Den politischen Prozess zu unterstützen, den politischen Prozess, sein Verfassungskomitee unter Leitung der Vereinten Nationen personell und finanziell zu unterstützen. Denn dieses Land braucht eine Verfassung. Dieses Land braucht eine Grundlage der Versöhnung der Bürgerinnen und Bürger in Syrien und in dieser Region. Und nicht last but not least, sondern zuvor, den Kampf gegen den IS fortzuführen, bei dem ich persönlich mich weigere, vom Staat zu sprechen. Denn der IS ist kein Staat, sondern eine Verbrecherorganisation, die aus dieser Region beseitigt werden muss. Und Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lambsdorff? Gestatte ich nicht. Last but not least, den internationale Partner einzubinden, den UN-Prozess, aber auch bilateral mit der Türkei und mit Russland zu sprechen. Die Small Group of Syria unterstützt den politischen Prozess bereits. Die humanitäre Diplomatie der Geberkonferenzen arbeitet im Dialog mit humanitären Partnern und politischen Entscheidungsträgern. Im Kreis der EU, der in Ihrem Antrag nicht genannt wird, und der Vereinten Nationen setzt sich Deutschland für die Erhöhung und Bereitstellung von Geldern für humanitäre Hilfe ein. Und deshalb ist es richtig gut, dass wir aus Deutschland und in Deutschland uns beteiligen an diesem umfangreichen politischen Prozess in Syrien. Denn ohne Frieden in dieser Region, wird auch eine wirtschaftliche Hilfe und letztendlich eine Rückkehr der geschundenen Menschen an den Ort, an den sie wollen, ihre Heimat, nicht möglich sein.
Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass diese Menschen erst zurückkehren in ihre Heimat, wenn sie dort in Sicherheit, Frieden und Freiheit leben können, so wie dies bei uns selbstverständlich ist. Vielen Dank. Vier Anträge hat die AfD-Fraktion insgesamt eingereicht, um sich mit der Syrien-Politik zu beschäftigen. Und der letzte Redner in dieser Debatte kommt allerdings von der Unionsfraktion. Alexander Radwan sitzt im Auswärtigen Ausschuss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren heute wie in der letzten Woche die Syrien-Thematik. Und wenn ich sowohl nach links als auch nach rechts schaue, dann gibt es hier immer sehr viel einfache Antworten auf hochkomplexe Fragen, indem man in kürzester Zeit diese Probleme gelöst hat, wenn man nur das eine macht. Und ich kann eigentlich den Zuschauern und den Gästen auf der Tribüne sagen, meine Damen und Herren, Menschen, die auf komplexe Sachverhalte, auf Sachverhalte, die immer schwieriger werden, ganz einfache Lösungen geben, werden scheitern und bringen uns keinen Jota voran. Von daher, meine Damen und Herren, hören Sie am besten dort weg. Meine Damen und Herren, USA wird kritisiert. Es gibt zu Recht Kritik zu üben, aber nicht nur gegenüber USA, auch gegenüber Russland. Und das Vakuum, das entstanden ist, wurde entsprechend gefüllt durch Russland, Türkei, Iran und anderen Staaten. Und umso wichtiger ist es, den Vorschlag der Bundesverteidigungsministerin ernst zu nehmen und über Appelle hinaus endlich mal darüber nachzudenken, was man aktiv tun kann. Und das wird auch wehtun, wenn man entsprechend aktiv wird, meine Damen und Herren. Und es geht nicht nur immer moralisierend am Rand zu stehen und zu sagen, wie es gehen sollte. Meine Damen und Herren, mein Vorredner hatte es schon angesprochen, die fünf Punkte, die Stabilisierung der Waffenruhe in Syrien mit Blick auch auf, wie es das kurdische Schicksal ist, humanitäre Hilfe, der Verfassungskonvent, der politische Prozess, die Finanzierung des Wiederaufbaus, und zwar nicht unkonditioniert, und entsprechend die regionalen und internationalen Mächte einbinden und natürlich nicht aus dem Fokus zu verlieren, der Kampf gegen den IS, der weitergehen muss, ein Wiedererstarken des IS in diesem Bereich, ist etwas, was wir auf jeden Fall verhindern müssen, weil dann die Problematik größer wird. Und dann sehen wir heute die Anträge, eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Vorderen Orient. Ich habe es gegoogelt, Frau Kollegin, ich habe jetzt nicht da in Duden gefunden, sondern ich habe es gegoogelt. Und dann kommen dann Syrien, Iran, Pakistan, Palästina, Israel, dessen Existenzrecht von allen hier entsprechend verteidigt wird, der Jemen, der Libanon und in einem war sogar Libyen drin. Meine Damen und Herren, jetzt brauchen wir eine Konferenz. Und sehr geehrter Kollege Graf Lambsdorff, ich schätze Hans-Dietrich Genscher, aber ich finde es schade, dass Sie ihn heute in Verbindung bringen mit der AfD. Das hat er nicht verdient. Weil dieser Vorschlag hier, man muss sich, meine Damen und Herren, ich habe gerade die Problemfelder dargestellt, die im Nahen Osten sind. Und dann war heute, und das werden Sie im Wortprotokoll nachlesen können, gibt es den Redner der AfD, der der Meinung ist, ich wiederhole es, Syrien, die Iran-Thematik, Palästina, Israel, Jemen, Libanon und noch Libyen vielleicht, dass das in ein paar Jahren gelöst ist. Gratulation zu dieser Naivität. Wenn Sie mit diesem Ansatz Außenpolitik machen, meine Damen und Herren, sind Sie eine Gefahr für Europa und für die ganze Welt. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hampel? Nein. Meine Damen und Herren, jetzt zum Stichwort Substanz. Wenn Sie jetzt demnächst ja wieder nach Syrien fahren, frage ich mich jetzt, ob die Anträge mit diplomatischer Beziehung, mit den entsprechenden Aufgaben der Sanktionen, die Vorbedingungen waren, um offizielle Termine in Syrien zu bekommen. Und wenn Sie nach Syrien fahren, meine Damen und Herren, die Grundvoraussetzung, jetzt konzentrieren wir uns auf die Komplexität dieses Landes, die Grundvoraussetzung in diesem Land ist, dass neben Assad natürlich die Rebellen und natürlich die Kurden auch gehört werden und dass die sich in einem Friedensprozess wiederfinden. Und darum erwarte ich von Ihnen, dass, wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen nach Syrien fahren, diese Gruppierungen auch treffen, mit denen entsprechend einen Dialog führen und dann einen entsprechenden gemeinsamen Vorschlag bringen, wie es entsprechend dort weitergeht. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt für heute zumindest erledigt. Die Anträge der AfD, insgesamt vier Stück, werden jetzt in die entsprechenden Ausschüsse überwiesen.